Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Highland Box von Green. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Highland von Green, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Green. Wir haben hier eine ziemlich große Box im Hochformat. Und als erstes werden wir mal die Folie abmachen. Jawohl. Also hier unten die Schweißnaht, die bietet sich da immer hervorragend an. Und dann schauen wir, dass wir die Folie mal erledigen. Gut, und so sieht das Ganze dann in seiner ganzen Pracht aus. Also wir haben hier den Interpreten in einer wunderbaren Landschaft sitzen. Also wir haben hier grüne Wiesen, jede Menge Wasserfälle. Hier gibt es sogar Teile, die hier in der Luft schweben, dann bunte Vögel und noch mehr Vögel, die hier rumfliegen, Wolken, andere Planeten, Sternschnuppen, Kometen, was auch immer. Also hier ist einiges los in Highland und ja, das Cover ist hier komplett gezeichnet worden. Also das gibt es auch wirklich auf Leinwand, habe ich gesehen. Dann haben wir hier das Label Ivory Vibrations Records, über das das Album erschienen ist. Auf der Seite lesen wir wieder Green Highland. Hier nochmals das Logo von Ivory Vibrations und hier auch nochmal Green Highland. Auf der Unterseite der Box ist das Ganze so gestaltet. Highland Limited Edition, Highland CD, Notizbuch, Hammamtuch, Trinkflasche und Special Giveaway. Dann hier noch die Beteiligten, die Logos der Labels und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Machen wir mal den Boxdeckel ab. Jetzt sogar noch ein Stück Folie. So, von innen das Ganze in Weiß. Und dann kommen wir hier zum Inhalt. Also wir haben hier als erstes ein kleines Notizbuch. Dann haben wir hier, ich glaube, das war mit Special Giveaway gemeint, einen Tee, eine Teemischung, ein Glückstee. Okay. Das Album an sich im Jewel Case. Dann das Hammamtuch, also ein ja, Badetuch. Und zum Abschluss noch die Trinkflasche. Die kommt hier verpackt in Luftpolster, damit die hier auch nicht am Weg beim Transport irgendwie zu Schaden kommt. So, die Box packen wir mal zusammen und legen sie dabei zur Seite. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Okay, also Flasche und Tuch zur Seite. Das ist das Album. Auf jeden Fall wenig bis gar keine Folie. Es ist tatsächlich nur das Album hier in Folie eingeschweißt. Werden wir auch gleich mal befreien. So, und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben hier das dritte Album von Green. Kommt hier in einem Jewel Case. Auch hier wieder das Cover, das wir schon von der Box kennen. Etwas komprimierter, etwas abgeschnittener. Zieht sich hier dann seitlich weiter. Auf der Seite hier lesen wir, ist echt schwer zu lesen, grau auf schwarz, Green, Highland und die Nummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 15 Tracks an der Zahl. Features keine dabei, also es scheint wirklich ein komplettes Soloalbum zu sein. Beteiligte, Barcode, okay. Dann würde ich sagen, wir schauen als erstes ins Booklet. Einmal das Booklet, recht dick. So, hier geht's los mit den einzelnen Tracks, mit den einzelnen Lyrics. Sehr schön. Also, wir haben hier die kompletten Lyrics verfasst. Blau sind so die Strophen, grün dann die Hook, also der Refrain. Und hier unten lesen wir dann auch noch, wer hier beteiligt war. Also wer den Text geschrieben hat, beziehungsweise wer den Beat beigesteuert hat. Dann geht's hier weiter mit Highland Artwork. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Ja, also man hat hier tatsächlich das gesamte Album Track für Track abgedruckt. Sehr schön. Zum Mitrappen, zum Nachlesen hervorragend geeignet. So, dann Doppelseite Artwork, weitere Lyrics. So sieht das aus. Also, ihr seht schon jede Menge Text. Alle
Tracks, alle 15 Stück hier abgedruckt. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits zum Album und das hier. Gut, das war's zum Booklet. Packen wir wieder zurück in die Hülle. Und dann haben wir das Album auf CD natürlich. Das sieht so aus, hier eine Aufnahme dieser Wasserfälle und hier dann nochmal die Landschaft. Gut, das war's zum Album. Wir kommen als nächstes zu dem Special Giveaway. Und zwar der Glückstee-Mischung. So sieht das aus, kommt hier in so einem braunen Beutel. Und hier hinten haben wir noch die Infos zu diesem Tee. Also wir lesen hier einerseits, was drin ist. Eine Tasse voller Glück für dich zum Glücklichsein. Zutaten: Hanfblätter, Schlüsselblumen, Kornblume, Jasmintee und weißer Tee. Zubereitung: 1 bis 2 Teelöffel pro Tasse mit kochendem Wasser aufgießen und ca. 5 bis 7 Minuten ziehen lassen. Okay, das Ganze ist hier in Österreich hergestellt. Sehr schön. Und beziehungsweise es wurde für Österreich hergestellt, aber ist hergestellt hier in Königsmoos und der Postleitzahl nach ist das dann doch in Deutschland. Okay, also Österreich-deutsche Koproduktion. Sieht so aus. Dann haben wir als nächstes das Notizbuch. Das kommt hier in so einem dunkelgrauen, ja, Ledereinband, also Lederoptik. Green Highland lesen wir auch hier wieder. So. Seine Ziele und Wünsche aufzuschreiben ist der erste Schritt, um diese zu erreichen. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur jedem empfehlen oder bestätigen. Mach dir bewusst, in dir wohnt eine Kraft, mit der du, wenn du glaubst, Großes erschaffst. Green. Ja, so sieht's aus. Wir haben hier ein Notizbuch mit jede Menge leerer Seiten. Die sind hier so liniert. Also hier kann man dann entsprechend seine Ziele, seine Gedanken festhalten. Wir haben dann hier auf der letzten Seite auch noch so ein kleines Gummibändchen, mit dem man das Buch entsprechend zumachen kann. Und wir haben dann hier auch noch ein Lesezeichen, mit dem man dann immer die entsprechende Seite markieren kann, auf der man sich gerade befindet. Schöne Sache. Als nächstes haben wir hier ein Hammamtuch. Also Hammam ist ja so eine türkische Sauna, so ein türkisches Dampfbad. Und es ist tatsächlich ein Riesenteil. Also, um euch das hier mal zu zeigen. Okay, im Hochformat gestaltet. So. Ich hoffe, man kann das ungefähr erahnen. Also, hier unten natürlich lesen wir wieder Highland. Darüber dann Green. Und dann haben wir diese Abbildung, so dieses, ich sag mal, Alternativcover hier. Green vor den zwei Planeten. Oder ja, mehrere Planeten, Sonnen, was auch immer. Und hier die Sternschnuppen, die Kometen, die vorbeiziehen. Das Ganze ist beidseitig gestaltet. Also man kann das hier wirklich sowohl, naja, wobei hier ist dann gespiegelt. Also das ist so dann die Rückseite, gut. Aber ich denke, man kann das trotzdem gut zweiseitig verwenden. Und wir haben es hier zu tun mit Merch and Fashion. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und passend zum Namen Made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann packen wir dieses Riesentuch mal wieder zusammen. Also es eignet sich, glaube ich, weniger zum Abtrocknen. Es ist dann tatsächlich schon eher so ein Tuch zum, ja, drauf sitzen, drauf liegen, je nachdem. Gut, packen wir wieder zusammen. Und der letzte Boxinhalt, zu dem kommen wir jetzt. Und zwar haben wir hier eine Flasche, eine Glasflasche. Die hat hier so einen, ja, wie nennt man das? So eine Manschette drauf, also eine schwarze Stoffmanschette mit weißem Green Highland Aufdruck. So sieht das aus. Ansonsten ist die Flasche hier komplett gläsern und durchsichtig. Und oben haben wir dann einen Deckel, sieht mir stark nach Bambus aus, mit einem Schraubverschluss, der innen hier noch mit Kunststoff versehen ist. Dann haben wir hier noch eine Kunststoffabdeckung, damit das Ganze auch entsprechend warm bleibt oder seine Temperatur hält. Und dann hier noch einen extra Siebeinsatz. Also, den kann man natürlich auch rausnehmen, aber man kann ihn natürlich auch verwenden. Bedeutet, der kommt dann hier rein und dann kann man hier zum Beispiel seine wunderbare Glückstee-Mischung in dieses Sieb packen, dann mit heißem Wasser aufgießen, ziehen lassen,
dann das Sieb entfernen und dann, je nachdem, den Tee trinken oder den dann einfach mitnehmen. In die Arbeit, in die Schule, wohin auch immer. Ja, schöne Sache, auch passend gewählt zu dieser Teemischung. Ich denke mal, sehr viele Leute in der heutigen Zeit trinken solche Heißgetränke, sei es jetzt Kaffee, Tee, was auch immer. Daher bietet sich das gut an. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Teeflasche hier, die Glasflasche. Dann haben wir die Glückstee-Mischung in dieser braunen Papierpackung. Das Notizbuch in dunkelgrau. Das riesengroße Hammam-Handtuch. Und natürlich das Album an sich, Heiland im regulären Jewelcase mit 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Heiland von Green. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.